ne Sause, ich bin noch ganz K.O. Ich bin zu früh aufgewacht, denn mich zieht was am Puff. Ich schau den Rücken runter und schon hab ich ein Problem. Auf meinem Hinterteil seh ich ein Rüsslein stehen. Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Wie ist das geschehen? Was ist da passiert? War ich in Hypnose? Hat ein UFO mich entführt? Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Für mich darf's Rosen regnen, doch dies Teil ist geflott. Die kommt nicht aus dem Stadtpark und auch nicht von Fleurop. Ich weiß nichts mehr von gestern, nur so viel ist gewiss. Ich ging noch mit zu Rosi, dann hat mein Film Riss. Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert? Wie ist das geschehen? Was ist da passiert? Fällt's mir wieder ein. Sie war im Barren spitze und ich war nicht aus Stein. Sie sprach, ich geb dir alles, was du schon lang vermisst. Und außerdem noch etwas, was du nie mehr vergisst. Da hat sie mir die Hose auf den Hintern tätowiert. So ist das geschehen. Ja, so ist das passiert. Ich war blau wie ein Veilchen, da hat Rosi mich verführt. Und als Dank mir die Rose auf den Hintern tätowiert. Sie hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert. So ist das geschehen. Ich war blau wie ein Veilchen, da hat Rosi mich verführt. Und als Dank mir die Rose auf den Hintern tätowiert. Und als Dank mir die Rose auf den Hintern.